Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Tja, in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, den Goldsack von dem Herrn Wuppermann zu bekommen in dem Glücksradspiel. Haben auch die zwei Tränke, also den roten und den blauen Trank getrunken, haben dabei aber keine wirklich interessante Wirkung festgestellt, nur bei dem grünen, bei dem wir etwas schrumpfen, aber immer noch nicht klein genug sind, um in die Kanalisation zu kommen. Und deshalb werden wir jetzt wohl irgendwie ein Mittel finden müssen, wie wir noch kleiner werden. Aber naja, ich werde hier wohl erst ein bisschen rumsuchen müssen, denn ich habe keine Ahnung. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Hast du irgendwas Neues? Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Okay, er hat jetzt aber nichts Neues für uns. Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Kann ich bestimmt auch noch gebrauchen, aber... Tja. Okay, hier geht's erstmal nichts weiter. Irgendwie muss ich hier rein. Der Ring? Nee. Im Tintenfässchen ist noch ein kleiner Rest schwarzer Tinte. Wozu brauche ich bitte ein Tintenfässchen? Ach, schreibe etwas. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Na, wahrscheinlich können wir damit unser Diplom dann irgendwann unterschreiben. Nadel und Faden. Pff, ja. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal nochmal zum Händler. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich komme nicht in die Kanalisation. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen, aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Ja? Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Ohne den Ring nicht zur Sprecke bringen, ach kommen Sie schon, bitte. Ach, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön, hier. Aber jetzt erledige den Nager. Sehr schön. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Jetzt habe ich noch einen Ring. Ah, hier. Das ist der Ring des Händlers. Angeblich soll er seinen Träger schrumpfen lassen. Aha, gut. Jetzt kann ich erst den Ring praktisch aufziehen und danach noch den Trank trinken, dann bin ich bestimmt klein genug. Mal sehen, ob er funktioniert. Das ist ja ekelerregend. So, und jetzt das. Aber immerhin bin ich geschrumpft. Du solltest jetzt eigentlich klein bleiben. Oh. So, nochmal. Es muss wohl sein. Yep. So, und jetzt? Also schön.
doppelte Wirkung. Oh. Oh, der ist winzig. Ah, jetzt können wir da rein. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Also los. Okay. Uff. Der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du? Und was willst du? Die Stimme kommt mir bekannt vor. D'Artagnan, und ich bin der beste Fechter der Welt. Ein Fechtkampf, sehr gut. Kämpfst wie ein dummer Bauer. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Na schön, Wilbur. Und wie kann ich dir helfen? Nicht, indem du eine Arztkutte anlegst und Wörter sinnlos dehehehenst. draußen beim Stand des Krämers gesehen. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen sie vor wie ein echter Held. Dabei sind sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Tja, Warum tun sie das? Warum stehlen sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein, dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Irgendwie anders an Nahrung kommen. Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergenbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Oh, wie schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwartet. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war, da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat. Verrückt. Na, das mit dem Auftrag werden wir mal nicht so einfach so rausposaunen. Aber müssen Sie denn stehlen? Können Sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen, aber wie soll ich die anderen dorthin bringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen Vieren laufen. Ich kann niemanden zurücklassen. Der braucht also was zu essen, hm? Ich habe einen Auftrag vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkragen dafür? Nun, ich darf mir dafür 3 Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Du bist ein Kopfgeldjäger, Wilbur Wetterquarz. Nein, ich bin auf wichtiger Mission unterwegs und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder? Aha. Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Willst du mich denn töten? Nein. Könntest du mich denn töten? Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen. Wie wär's mit einem Deal? Genau, wenn ich euch genug zu essen besorge.
Aber wenn ich euch genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher, aber wo willst du so viel Essen finden? Willst du es stehlen? Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Ja, allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Das ist gut. Würdet ihr das tun? Na klar, das ist der Deal. Du besorgst uns etwas Essbares, nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch ihre Maske. Na gut, wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Kein Problem, hoffe ich. Okay. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Ich verstehe. Also erstmal was zu futtern. Was haben wir hier? Betrachte Dinger. Das sind eklige Dinger. Denen werde ich mich auf keine 3 Schritte nähern. Schimmeliger Schleim. Das ist ekliger Kanalschleim. Und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. Fass ihn an. Nimm ihn mit. War ja klar. Okay, wir haben schimmeligen Schleim. Was noch? Ah, die Röhre. Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. Irgendwo da hinten werden die anderen Ratten sein. Einsam und hungrig. Der König der Diebe. Gibt's hier sonst noch was? Nö, nur ihn und den Ausgang. Okay. Ach, wir sind gleich wieder normal groß. Gut. Tja, wir brauchen was zu essen. Den Schleim können wir ihm nicht anbieten, ist ja klar. Reden wir nochmal mit dem Krämer. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Hast du die Ratte endlich erledigt? Ich denke, ich werde ihm die Maske bald geben können. Wird auch Zeit. Was willst du? Nee. Okay. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich... Wenn's sein muss. Der hat nichts Neues für uns. Vielleicht hat aber Meister Markus irgendwas. Zumindest könnten wir ihm schon mal das Gold geben. Meister Markus? Ja? Dieser Spiegel dort. Was hat es damit auf sich? Oh, das ist ein ganz besonderer Spiegel. Es ist ein magischer Spiegel. Aha. Schönst im ganzen Land. Was man sich am sehnlichsten wünscht. Oh mein Gott. Zeigt er einem das, was man sich am sehnlichsten wünscht? Nein, nein, nichts dergleichen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu einer anderen Welt. Zum Wunderland? Nicht ganz. Es ist ein Tor zum Reich der Toten. Reich der Toten? Ja, so heißt es. Natürlich weiß das niemand so genau. Kein lebendes Wesen kann durch den Spiegel gehen. Nur Geister sind dazu in der Lage. Und davon gibt es hier nicht viele. Können Sie auch rauskommen? Naja, solange ich den Spiegel habe, ist noch nie jemand rein oder rausgegangen. Geister, hm? Aber erstmal hier. Ich habe hier einen Haufen Gold für Sie, Meister Markus. Tatsächlich? Erstaunlich. Wen hast du denn überfallen? Ich würde niemals jemanden überfallen. Echte Helden tun so etwas nicht. Und das möchtest du sein? Ein Held? Kein einfacher Job. Aber danke für das Gold. Gut. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Der Schleim. Vielleicht können wir den irgendwo brutzeln oder so. Nee, okay.
Aber der Herr Schildträger, der hat doch so ein richtig schön dickes Sandwich in seinem Korb. Das Sandwich wäre genau richtig für die Ratten. Aha. Aber ich kann es nicht einfach aus der Tasche nehmen. Herr Schildträger würde es bemerken. Dann muss ich mit dem wieder drum feilschen. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Herr Schildträger, würden Sie mir vielleicht ein wenig von Ihrem Riesensandwich abgeben? Nee. Ganz sicher nicht? Warum sollte ich? Der Tag ist noch lang. Und ich will auch in meiner nächsten Pause noch etwas zu futtern haben. Könnte ich Ihnen das Sandwich vielleicht abkaufen? Nein, Gold kann man nicht essen. Da ist etwas dran. Das stimmt wohl. Und wie wäre es, wenn wir um das Sandwich in einem spannenden Spiel gegeneinander antreten? Was für ein Spiel? Sie nennen mir eine Zahl zwischen 1 und 100. Und wenn Sie daneben liegen, bekomme ich das Sandwich. Und was bekomme ich, wenn ich richtig liege? Vielleicht 2 Sandwiches? Oder 3? Nee, so viel Hunger habe ich nicht. Und ehrlich gesagt finde ich auch dein Spiel ziemlich blöde. Dann schlagen Sie doch ein besseres vor. Da gibt es nur eins. Ein Duell. Auf Leben und Tod. Es ist ja nur ein Sandwich. Ein Kartenspiel? Natürlich. Was dachtest du denn? Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Sandwich? Klar, warum nicht? Ich habe noch nie verloren. Ich bin der ungeschlagene Seefels-Champion aller Klassen und aller Zeiten. Wie funktioniert dieses Spiel? Du kennst Master of Dragonslayers Defender nicht? Nicht so richtig. Na gut, ich zeig's dir. Wir haben beide einen Haufen Karten. Aus deinem Haufen wählst du dir 10 Karten aus. Das ist dein Deck. Dabei ist zu beachten, dass du 3 rote, 4 gelbe und 2 grüne... Außer natürlich, du hast eine Spezialisierung auf Stangenwaffen und du... Oh Gott. Aber nur, wenn deine Magie lichtbasiert ist. Bei Feuermagie oder Erdmagie ist... Und das sind in etwa die Grundlagen. Alles verstanden? Schon, aber es scheint, als hätte man überhaupt keine Chance zu gewinnen, wenn man nicht sehr gute Karten hat. Das ist kein Problem. Ich habe sehr gute. Toll. Also, wollen wir eine Partie spielen? Also schön, spielen wir eine Runde. Aber ich habe keine Karten. Ich weiß. Ich leih dir welche. Natürlich kann ich dir unmöglich gute Karten geben. Die sind viel zu wertvoll. Ich befürchte, du musst dich mit weniger guten Karten zufrieden geben. Also gut, los geht's. Buja! Ich bin der ungeschlagene Champion! Ja! Ja! Ich könnte ihn schlagen. Es liegt an meinen Karten. Mit denen habe ich keine Chance. Toll. Ich glaube, Sie gewinnen nur gegen mich, weil Ihre Karten viel besser sind als meine. Warum leihen Sie mir keine besseren? Damit es für mich schwieriger wird? Warum sollte ich? Wenn Sie nicht für faire Bedingungen sorgen wollen, mache ich es. Ich besorge mir jetzt bessere Karten. Viel Glück dabei. Ich besorge mir mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Jetzt muss ich gegen den noch ein Kartenspiel gewinnen, nur für dieses Drecks-Sandwich. Okay, gut. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind hier wieder etwas länger aktiv als sonst. Also, bis dann. Tata!